Jazzmusiker, die haben es schwer. Sie verdienen wenig und große Auftritte sind wirklich Mangelware. Jetzt will die Dörken-Stiftung aus Herdecke zum ersten Mal junge Jazzer fördern. So wie sie das ja auch mit Klassikmusikern macht. Die Stiftung hat zum Casting gebeten. Gesucht werden die besten Jazzbands aus Nordrhein-Westfalen. Und wer gewinnt, kriegt gleich 4 gut bezahlte Auftritte. Auch ein Dortmunder Trio hat da mitgemacht und musste ganz früh ran. 8:30 an diesem Morgen. Ziemlich früh für Jazzmusik. Besonders für das Dortmunder Mole-Trio. Sie hatten noch einen Auftritt bis spät in die Nacht. Ja, ist noch zu früh, um aufgeregt zu sein, glaube ich. Bisschen erstmal wach werden noch, ne? Vor so einer Jury spielen und in so einer Halle und frühmorgens ist immer was anderes als im Wohnzimmer oder abends beim Gig mit Publikum. 11 Bands hat die Jury aus den fast 60 Bewerbungen ausgewählt. Sie wollen jetzt was hören und sehen. Hat auch sehr detailliert, also ich habe dann darauf geachtet. Ja. Es spielt so um die 30 Minuten, plus minus. Wenn wir abbrechen sollten, hat das nichts mit Qualität oder so zu tun. Philipp, Malte und Niklas studieren alle Jazz an der Essener Folkwangschule. Dort haben sie sich vor 2 Jahren als Band gefunden. Die Jury hat hohe Ansprüche. Eigene Stücke müssen es sein. Bewertet wird nicht nur, wie gut die Musiker ihr Instrument beherrschen. Timing, Komposition, Präsentation, Phrasierung, wie werden die Soli gestaltet? Gibt es unterschiedlich, also die sollen 3 Stücke spielen, sind die Stücke gut ausgesucht für diese Gelegenheit und so weiter. Also ich habe da so eine Liste und dann gucke ich immer zwischendurch drauf und dann mache ich mein Häkchen. Das Vorspielen allein reicht heute aber nicht. Die Jury fühlt den Bewerbern anschließend in einem Gespräch auf den Zahn. Seid ihr unterwegs noch in anderen Stilrichtungen? Meistens spielt man ja so 1-2 Bands oder ist das jetzt euer Baby gewissermaßen? Also ich persönlich kann sagen schon, dass es schon so ein Baby ist oder so ein Herzblutprojekt, wo man nicht irgendwie nur Teil ist. So. Gerade auch wegen dieser Arbeitsweise, weil man das nicht in jeder Band hat. Auf der Bühne Solomons Kosmos mit Niklas Walter am Schlagzeug. Niklas spielt heute mit 4 Bands. Typisch, denn bei Jazzmusikern reicht nicht eine Band allein, um davon leben zu können. Viele geben zusätzlich Musikunterricht. Vier Auftritte, 4 Chancen auf ein Stipendium für Niklas Walter. Der traditionelle Jazz ist auf jeden Fall schon so das, was ich am liebsten mache eigentlich. Das heißt, du hättest schon eine Band, mit der du am liebsten weiterkommen würdest? Nein. Es ist egal. Ist gemein, die Frage. Die Frage ist ziemlich gemein. 11 unterschiedliche Bands, 11 verschiedene Jazzstile. Die Jury ist von der Qualität begeistert. Jetzt hat sie die Qual der Wahl. Vor allem von so jungen Menschen. Bei mir ist diese Gruppe gar nicht so am Anfang auf dem Schirm gewesen. Mir sind fast die Tränen gekommen, die haben mich emotional berührt. Ja, das war echt ein Highlight. Ja. Mhm. Am Ende bekommen 2 Bands eine Förderung, in denen Niklas Walter Schlagzeug spielt. Für das Mole-Trio aus Dortmund gibt es zwar kein Stipendium, aber immerhin einen Anerkennungspreis.